Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaft und Lauter 15 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir waren ja hier dabei, noch den Rest Gras zusammen zu schwadern. Das werden wir jetzt beenden und dann werden wir uns den Ladewagen schnappen. Wir müssen noch so ein bisschen gucken, dass wir den Drescher gleich mal tanken fahren. Ich denke mal, das werden wir sogar vorher noch machen, bevor wir hier das fertig machen. Denn Ihmchen hier braucht langsam wieder Sprit und ich glaube, eigentlich brauchen sie alle langsam mal wieder ein bisschen Saft. So, hier werde ich jetzt mal abkürzen. Zack. So. Wie war das? Die waren nicht durchfahrbar. Können wir jetzt einfach mal eben so ein U fahren. Schwadern wir auch mal eben noch so zu einer Bahn. So. Somit wären wir damit nämlich schon wieder durch. Das heißt, auch den hier müssen wir langsam tanken. Ich würde ganz gerne gleich noch mal gucken, irgendwo in der Nähe da, nicht so weit, oh, tanken. Der hat noch 45 Liter, das wird nämlich langsam hier eng. Der kommt gerade erst, der hat auch nur noch 20 Liter. Eieieiei, das wird aber alles knifflig hier. So, lassen wir den mal hier entladen und dann werden wir mal eben den Abfahrer abstellen. Der hier ist voll, dann können wir den mal eben noch hier hinten fahren. So. Motor aus, ne? So, dann werden wir dich mal eben hier tanken fahren. So, dann müsste ich dich wieder einstellen können. Wow. Ich war aber knapp, mein Freund. Ja, jetzt ist halt die Frage. Helfer beenden, Rohr einfahren. Wir müssen mit dem unbedingt irgendwo tanken fahren. Jetzt ist halt die Frage, wo kann man hier tanken? Wo kann man hier tanken? Also wenn ich lügen müsste, würde ich fast sagen an der BGA. Da müsste garantiert ein Tank, eine Zapfsäule stehen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir gleich unserem, das machen wir mal eben nochmal, sonst fährt er uns nämlich hier gleich hinterher. Keinen. Sonst meint er nämlich, uns hier gleich hinterherfahren zu wollen. Das kommt nicht so gut, würde ich so mal behaupten. Jetzt gucken wir mal, fahren wir mal zur BGA und dann hoffe ich jetzt mal, dass da irgendwas Tanktechnisches ist. Denn das, was er hier noch an Litern hat, reicht vielleicht, ich sag mal, noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde würde das wahrscheinlich sogar noch reichen. Aber ich bin ehrlich, ich möchte sich drauf ankommen lassen. Vorausgesetzt, man kann da jetzt drauf fahren. Ich glaube, die hatten auch automatische Tore, oder? Oh. Ne, da kommen wir nicht drauf.
Bitte sag mir, dass ich die aufmachen kann. Boah. Bis wann ist denn hier Einlass? Eigentlich auch nur bis 18 Uhr. Naja. Haben uns mal reingeschummelt hier. So, wo könnte jetzt hier eine Zapfsäule stehen? Ich hoffe, hier steht eine. Sagen wir, laufen hier mal eben her. Da haben wir Düngergedöns. Da. Tanken und tanken. Denn auch der Gute hier ist recht gut im Trinken. Da passt eine Menge rein und der verbraucht aber auch einigermaßen. So. Ab wieder zurück zum Feld. Helfer wieder angeschmissen und wir können dann anfangen einzuladen. So, wir sind ja ordentlich, wir machen das Tor wieder zu. Wenn ich es jetzt richtig erwischt habe. Nö. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Für das Monstrant hier mit so einem Drescher durch die Gegend zu fahren und nicht so genau wissen, passt das? Schmeiß weg. Oh, im Boden sogar stecken geblieben. So, wieder runter hier. So, da steht nämlich unser guter Abtanker, dem wir jetzt wieder sagen werden, dass er uns doch bitte abtanken soll, weil dann kann er nämlich schon direkt rankommen. Okay. Ach, Kinder, ist ja mehr gekommen, noch was. Wir sind fast fertig. War schön. Das ist ja nicht mehr viel. Sehe ich gerade. So. Haben wir. Dann können wir hier unseren Schwader schon wieder zurückgeben. Und dann holen wir uns jetzt unseren Ladewagen. Den hatte ich irgendwo in irgendeinem Durchgang unschönerweise irgendwo hingestellt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht wie rum. Irgendwie steht der hier, glaube ich, in dieser Durchfahrt. Da steht er. Oh. Ja, der war ja sehr gut bemessen, der Kreis. Jetzt haben wir einen. So, schon mal runter das Dingen. Und rein damit. Gucken wir mal, wie wir zusammenkriegen. Wie gesagt, ich habe ja irgendwie so grob geschätzt. Also ich habe ja gehofft, oder ich hoffe, dass es so um die 60.000 sind. Weiß nicht, ob ich da mit meiner Schätzung völlig falsch liege oder ob ich da sogar sehr gut drin liege. Könnte natürlich sogar noch mehr sein. Ich, wie gesagt, ich keine Ahnung. Alles Schätzwerte, die ich da losgegeben habe. Das ist bei der Wiese hier extrem schwer einzuschätzen. Huch. Dann machen wir doch lieber so. Ich meine, ich fahre zwar auch zwischendurch mal gerne in Perspektive, aber irgendwie Schiss, dass ich zu viel liegen lasse.
Ne? Eine gute Umdrehung, knappe 10.000, zumindest hier für diese große Bahn. Naja, also ich vermute mal so um die 30.000, viel mehr wird es nicht. Vermute ich jetzt. Also das sieht schon sehr knapp aus. Aber wie gesagt, Hauptsache, wir haben schon mal was, was wir haben, haben wir. Und sobald es dann irgendwann an die Tiere geht, wir können dann schon mal mit was arbeiten. Das Einzige, was uns fehlt, ist halt Silage. Da müssen wir mal gucken. Da hatte ich ja schon gesagt, ich nehme irgendwie von meinen Feldern ein kurzes Stück oder sowas. Da haue ich Raps drauf und dann nehmen wir uns den kleinen Fronthäcksler. Und gehen da mit dem einmal drüber. Also wie gesagt, das, selbst das ist eine Möglichkeit, an die wir hier locker lässig drankommen können. Ja, knapp eine Bahn und wir sind voll. Eine Bahn, zwei Bahnen und wir sind voll. So, müssen wir noch nach oben fahren. Zur Rinderweide. Da ist ja auch das Lager. Na, kennen wir ja schon vom Stroh. Quälen wir uns mal hier rauf. Mit 15 Liter. Oh. Sehr gefräßig. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir da auch wieder irgendwie gerade dran herfahren können, um das abzuladen. Gucken wir mal. Müsste wahrscheinlich das zweite sein. Da habe ich doch tatsächlich geschafft, mich damit fertig zu fahren. Da können wir es auskippen. Oh, ist aber ein sehr großzügiger Trigger. Hohoho. Sehr großzügig. Wie ihr seht, es dauert halt wieder ein bisschen länger. So, leer sind wir und dann mal gewendet und wieder. Rampe. Aber die wollte ich jetzt nicht fahren. Dann gehen wir mal weiter daran, das Gras einzusammeln. So. Naja, zumindest sind es irgendwie, keine Ahnung, zwei Wagen voll oder so, oder zweieinhalb Wagen. Ist, wie gesagt, besser als nichts. Was wir haben, haben wir. Wir haben ein bisschen Abwechslung gehabt. Und mal gucken, wie weit wir hier jetzt noch kommen. Da wir aber auch jetzt schon wieder am Ende unserer Folge sind, ja. Werden wir das noch wahrscheinlich in der nächsten Folge dann zu Ende machen hier. Und dann gucken wir mal, was der Sampo da unten macht. Denn der ist auch fast fertig, so wie das aussah. Und dann könnten wir die theoretisch noch auf andere Felder schmeißen und sie da irgendwie weiterarbeiten lassen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, am liebsten wären wir natürlich Rapsfelder und dann muss ich irgendwann nochmal die Zeit vorspulen, um dann hier über die Nacht zu kommen, beziehungsweise dann unsere neue Ernte, die wir ja hier angesät haben, wieder reifen zu lassen. Dann müssen wir uns an die machen. Also ist noch einiges zu tun. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, sagt dann mal.
Bis denne.